Hallo Freunde, herzlich willkommen hier in der kleinen Taverne. Ich habe soeben Post bekommen von DHL und zwar ein Paket von Stronghold Terrain. Ihr wisst, was das heißt, da kann doch nur eins drin sein. Und deswegen machen wir das jetzt zusammen auf. Ich denke mal, einige von euch werden in diesen Tagen ebenfalls Post bekommen haben. Und ich will es natürlich nicht weiter spannend machen. Was kann drin sein? Natürlich Saga Ära der Magie. Und zwar genau die deutsche Version. So, Messerchen auf Seite. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen kopflosen Zauberer. Warum ist dieser Zauberer kopflos? Ich halte mal ein bisschen näher an die Kamera. Ja, Metallstab, ein bisschen verbogen, das kriegt man aber hin. So, und zwar ist die Besonderheit bei diesem Zauberer, zum einen ist natürlich cool, dass er wie immer bei Stronghold gleich mit einer magnetisierten Base kommt, aber vor allem habt ihr hier drei unterschiedliche Köpfe drin. Ja, so. Ihr habt hier einen so einen Zauberer, ja, Kopf mit Kapuze. Seht ihr hier unten. Dann habt ihr hier eher so einen mit Dämonenhörnern. Und der dritte Kopf ist ein Elf. Das heißt, ihr könnt euren Zauberer so bauen, wie ihr ihn für eure Warband haben möchtet. Wenn ihr jetzt eine menschliche Armee spielt, zum Beispiel in den Great Kingdoms, dann könnt ihr ganz hervorragend den menschlichen Kopf nehmen und so weiter. Das ist ziemlich cool gedacht, finde ich, von Stronghold, weil so haben wirklich viele Spieler was davon, jetzt egal, welche Fraktion sie anfangen wollen zu spielen. So, dann haben wir hier natürlich Papier. Die Würfel sind jetzt hier nicht mit dabei. Die habt ihr ja schon in meinem englischen Vorstellungsvideo gesehen. Dass wir jetzt unten sind, die doppelt zu haben. Als nächstes haben wir hier die Magiekarten, die deutschen. Ja, das heißt, wir haben hier die verschiedenen Schulen. Und dazu passend die Magiekarte. Im Vergleich mit den englischen Karten ist das eine andere Pappe auf jeden Fall. Die englischen Karten, die sind da auf jeden Fall gefühlt ein bisschen dicker, aber auf jeden Fall haben sie nicht diese schön abgerundeten Kanten. Das heißt, beim Durchsortieren und so weiter hat man immer relativ harte Kanten. Auch hier die Kanten sind bei den englischen gefühlt härter. Ja, schöne Sache. Wird nicht unbedingt gebraucht, weil im Regelwerk habt ihr die ganzen Zauber natürlich abgedruckt. Aber so für neben das Spielfeld legen, ist das doch schon ganz praktisch. So, dann haben wir hier einmal einen neuen Referenzbogen aus Pappe, wo tatsächlich alle wichtigen Regeln kurz nochmal aufgeschlüsselt werden. Genau, gerade mit den ganzen neuen Einheitentypen macht das ja durchaus Sinn. Da habe ich euch ja auch in meinem englischen Video schon viel zu erzählt, was es gibt. Und dann haben wir hier natürlich zu guter Letzt das Herzstück, das Ära der Magie Regelbuch auf Deutsch. Hinten ist auch nochmal der Referenzbogen mit dran aus Papier. Da schrieb der Mirko von Stronghold ja bei Facebook schon, dass da was mit der Druckerei nicht so ganz sauber gelaufen ist. Deswegen hat sich das Ganze auch ein bisschen verzögert. Ich finde es cool, dass wir jetzt tatsächlich dadurch zwei Bögen haben. Einmal Papier, einmal Pappe. Und ja, wir schauen doch mal rein. Also natürlich nicht mit dem Messer hier beigehen. Wir wollen den schönen Einband nicht gleich beschädigen. Gerade so ein separater Referenzbogen ist zum Beispiel was im englischen Regelwerk nicht beilag. Und das finde ich super, dass man nicht für jede kleine Nachfrage, gerade mit den vielen neuen Sonderregeln, die in Ära der Magie drin sind, dass man da nicht immer direkt anfangen muss, in den diversen Büchern zu blättern.
Ja, na, also das Ganze hier nochmal als Papier. So. Aber von daher cool, dass er uns dann auch beide beigelegt hat. Nicht nur den Pappbogen, sondern eben auch den Papierbogen. Und ja, zu guter Letzt haben wir dann hier die verschiedenen Battleboards. Herrn der Wildnis, die Anderswelt, die Untoten Legionen, die großen Königreiche, die Herrscher des Unterreichs und zu guter Letzt die Horde. So können wir alles spielen. Hier muss ich aber sagen, sind die Bögen gefühlt ein bisschen dünner als die englischen. Ich hole meinen englischen eben dazu. Ja, links haben wir den US, beziehungsweise den englischsprachigen und rechts den deutschen. Es ist eine andere Pappe. Der englische ist tatsächlich etwas stabiler. Das ist aber gar nicht schlimm, weil ich werde meine Bögen von den Fraktionen, die ich viel spiele, sowieso auf dem Holzbrett ziehen. Wie das geht, hatte ich euch ja auch in einem Video gezeigt. So. Und jetzt gucken wir noch mal kurz, blättern wir mal kurz durchs Buch durch. Ja, die Truppentypen. Auf den ersten Blick fällt mir jetzt kein großer Unterschied zum englischen Werk auf. Das ist wirklich einfach nur alles übersetzt. Was übrigens am deutschen Werk super, super, super gut ist, ist, dass die ganze Errata, die für das englische Regelwerk, die FAQ, die schon kamen, dass die hier komplett mit drin sind. Genau. Ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf Saga habt und vielleicht auch noch die alten Warhammer-Figuren habt, holt euch das. Da könnt ihr wirklich viele, viele Optionen mit ausprobieren, eure alten Armeen rausholen, neue Armeen bauen. Ihr könnt garantiert auch aus euren Kreuzzügen oder Wikinger-Armeen mit wenig Aufwand eine Ära der Magie-Armee zusammenbauen. Und ja, ich will euch jetzt gar nicht allzu viel von den Inhalten zeigen. Da haben wir ja noch die englische Playlist für, wo ich alles erklärt habe. Sondern einfach nur mal ein kurzer Einblick, was so in dem Karton drin ist. Und vor allem auch die tolle Magierfigur und die deutschen Magiekarten. Ja, das soll es schon gewesen sein. Einfach nur mal kurz und knapp. Vielen Dank an Stronghold für die schnelle Zusendung. Ich freue mich sehr und ja, zur Feier des Tages werden wir nachher auch gleich noch einen Ehre der Magie Battle Report aufnehmen. Bis dann!